Hallo, es ist wieder bereitet für euch. Die zweite Folge hat ein anderes Thema, aber ich möchte uns bedanken, dass wir ein solches Feedback bekommen haben und dass eine solche Resonanz vor allen Dingen vorhanden war und einige uns wirklich sehr, sehr schöne Kommentare hinterlassen haben. Kommentare wie, sie hätten was dazugelernt. Ich meine, was Schöneres kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir euch Informationen geben, die dann euch bereichern. Das war bei der ersten Folge wohl sehr eloquent. Und dafür allen herzlichen Dank. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr zu dieser Folge viele Kommentare abgebt und uns liked und dann vielleicht auch eure persönliche Meinung ganz kurz dazu wiedergebt. Unser heutiges Thema bezieht sich auf etwas, was sehr speziell in der Kunstgeschichte ist. Die Kunstgeschichte hat in den ganzen Jahren, in der ich Kunstgeschichte lernen durfte oder auch selber gelehrt hat, ist es immer sehr kompliziert oder schwierig gewesen, das Thema der weiblichen Künstlerinnen, also der Frauen in der Kunst oder Künstlerinnen, nenne ich sie jetzt mal so, Malerinnen noch besser, ist ein bisschen untergegangen oder ist ein bisschen in die dunklen Nischen gezogen worden. Und dort in den dunklen Nischen konnte man, wenn man suchte, schon was finden, aber es war nicht präsent. Also unter Präsenz verstehe ich, dass man in jedem populistischen oder populären kunsthistorischen Bildband auch etwas findet, was die Frauen aus den verschiedenen Jahrhunderten zustande gebracht haben. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Augenhöhe nicht vorhanden ist. Das heißt, dass der Künstler immer noch die größere Rolle spielt oder bedeutende Rolle spielt und die Künstlerin, also die Malerin, ja, es ist okay, sie malt. Ja, und dann gab es so dieses Alibi, man zeigt sie in einem Lexikon oder man versucht in irgendeiner Art und Weise irgendwie so eine Alibi-Funktion hinzustellen. Da gibt es dann auch diese Künstlerin, die hat in der Renaissance gemalt, da gibt es diese Künstlerin, die hat im Impressionismus gemalt. Und das fand ich immer sehr dekouvrierend für die männlichen Vertreter der Kunst. Vor allen Dingen für die Künstler, die nicht unbedingt in der Lage waren, sozusagen das Weibliche in der Kunst oder die Künstlerin, Malerin komplett auf Augenhöhe zu sehen. Das hat sich zum Glück natürlich geändert. Und heute ist es so, dass viele Künstlerinnen, Malerinnen, Environment-Künstler, Frauen eine Augenhöhe bestimmt auch entwickelt haben. Oder besser, die Männer haben die Augenhöhe entwickelt. Aber eigentlich müsste es umgekehrt sein. Die Frauen haben die Augenhöhe entwickelt und fühlen sich nicht mehr zweitrangig oder, naja, Frauen in der Kunst, so ein Thema für sich. Ne? Dann fällt einem gleich die oder die oder die ein, ach Gott, die Arme. Und das sind ja alles so Dinge, die wir jetzt mal ein bisschen anheben wollen. Oder wir wollen mal so eine kleine Zeitreise unternehmen zu Frauen, Künstlerinnen, Malerinnen, die in verschiedenen Jahrhunderten in verschiedenen Stilen gearbeitet haben. Wir haben uns heute drei Ladies ausgesucht, die für uns oder unserer Meinung nach sehr interessant sind, sehr inspirierend sind. Aber sie sind nicht das Nonplusultra, sie sind alle Frauen, sind das Nonplusultra, wenn wir das so sagen würden. Aber sie sind es jetzt nicht die, die wir gleich sagen, das sind die Tollsten. Es ist keine Hitliste, die wir zeigen, sondern es ist eigentlich mehr ein Vorstellen und gleichzeitig eine Zeitreise. Eine Zeitreise durch jeweils 200 Jahre. Wir starten im 16. Jahrhundert und wir gehen dann ins 19. Jahrhundert und dann natürlich ins 21. Jahrhundert. Also wir haben ein bisschen ein Parforce-Ritt vor uns, bestimmte Dinge schnell euch nahe zu bringen und damit euch zu inspirieren und auch zu zeigen, hey, schaut euch mal diese Frauen an, die waren echt cool, die waren toll. Darum geht es im Wesentlichen. Ein bisschen angepasst an das, wo wir zuerst hinfahren und unserer Zeitreise. Wir fahren nämlich da wieder hin, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir machen Station noch einmal beim Manierismus. Ihr könnt euch noch entsinnen, wie wichtig der Manierismus am Ende der Renaissance und vor dem Barock bestimmte Inspirationen gegeben hat. Und heute habe ich eine Malerin, die ich euch vorstellen muss, die Lavinia Fontana heißt. Im späten Alter bekam sie eine Medaille, das heißt, ihre Kollegen haben sie komplett akzeptiert.
Sie wurde sozusagen geehrt am Ende ihres Lebens. Und diese Ehrung zeigte, welche Qualität diese Malerin entwickelt hat. Sie ist die erste Frau, die eine komplette künstlerische Laufbahn eingeschlagen hatte. Ihr Vater, und das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, ihr Vater war ein bekannter Maler in Bologna und sie war ein großer Fan von Parmigianino. Ihr erinnert euch an die letzte Folge. Sie war ein großer Fan von Parmigianino und dann stellt euch bitte vor, dass sogar die Kirche sie beauftragt hatte, die Heilige Familie zu malen. Zum Beispiel gibt es von ihr eines meiner Lieblingsbilder, das aber eine Skurrilität ist. Die Königin wird empfangen von König Salomon. Es geht um eine Analogie, eine historische Analogie, die sie in die Zeit des Manierismus versetzt. In dieser Zeit ist es so, dass natürlich die Kostüme, die Kleidung und die Hofdamen, alle, die darum waren, genauso wie der König Salomon, andere Kostümierungen hatten als unbedingt in der Zeit, in der das abgespielt hat. Das Besondere an dem Bild, finde ich, ist die Besonderheit der Darstellung der Hofdamen, die eine so starke Individualität entwickeln, oder sie entwickelt diese Qualität der Malerei, dass man wirklich jede einzelne individuelle Lady darauf sehen kann, mit ihren ganzen bestimmten Zuordnungen oder mit ihren ganz bestimmten Tendenzen, charakterlicher Tendenzen. Das kann man sehen. Und dann finde ich eben toll diese Analogie, dass die Königin von Saba zu König Salomon kommt. Das ist die Geschichte, die historisch überlieferte Geschichte. Ob sie nun wirklich stimmt, ist bis heute nicht hundertprozentig historisch erwiesen, aber es kursiert so lange durch die Weltgeschichte, diese Story, dass da was dran sein könnte, müsste. Ich fand die Geschichte immer deshalb so gut, weil die Königin von Saba, oder hier, The Queen of Sheba heißt sie da, die Königin von Saba, die einzigartigste Frau in der hebräischen Antike, in der hebräischen und in der afrikanischen Antike war, weil sie ist eine Frau, die nicht geheiratet hat und die keinen König brauchte. Ihre Affäre, ihre sogenannte Affäre mit dem König Salomon, war eine freiwillig gewählte. Sie wollte zu ihm kommen, sie hatte viel von ihm gehört und sie wollte natürlich auch ihn kennenlernen und natürlich auch mit ihm Beischlaf haben. Also sie hatte eine klare Fokussierung auf diesen Mann, der eine historische Größe für sie war. Und sie wollte natürlich auch ein Kind von ihm. Und dieses Kind bekam sie auch. Und sie ist wieder zurückgegangen nach Saba und hat ganz allein als Königin weiter regiert mit ihrem Kind, mit diesem Kind an ihrer Seite. Und sie wollte keine Ehe führen in dem alten Sinne, so wie es früher war. Sie hätte, das war auch schon deshalb, für sie wäre das nicht möglich gewesen, weil dann wäre sofort nicht mehr sie als Königin, sondern es würde der König kommen. Es würde ein König kommen und der würde dann sozusagen sie an die zweite Stelle drücken. Und sie war so ehrgeizig und so von sich überzeugt, dass sie das natürlich nicht wollte. Das ist ein Bild von Lavinia Fontana, was ich unbedingt empfehlen möchte, auch wenn die Königin von Saba ein bisschen britisch aussieht und ein bisschen blass aussieht und nicht diese dunkelhäutige Lady ist. Und auch der König Salomon ist ein bisschen sehr bärtig. Dann möchte ich eine andere Darstellung von ihr unbedingt auch in den Fokus setzen. Das ist eine Darstellung von einem Kind von Antonia Gonzales. Antonia Gonzales ist ein Affenmädchen, so wird es genannt. Ich würde es nicht so nennen. Ein sehr stark behaartes Wesen, ein sehr stark behaartes Mädchen, das natürlich etwas Besonderes, etwas Exotisches, etwas Außergewöhnliches war. Und das hatte sie, dieses Mädchen hat sie auch porträtiert. Und der König von Frankreich hat den Vater von diesem Mädchen an seinen Hof geholt und hat ihn auch sehr gut behandelt. Also er hatte alle Privilegien eines Adligen bekommen. Und ihm wurde eine Frau zur Seite gestellt, die einen persischen Ursprung hatte. Also eine ganz blasse, hellhäutige Frau,
die dann aber dieses Mädchen bekam und dann war eben bei diesem Mädchen, bei dieser Antonieta González, war dann diese starke Behaarung. Und unsere Lavinia Fontana hat die gemalt. Ist ein sehr eindrucksvolles und schönes Bild. Ich mag es sehr, auch wenn es sozusagen das Exotische ein bisschen in den Vordergrund stellt, sozusagen, ja, ein bisschen dieses, wir gehen auf den Jahrmarkt und gucken uns jetzt der Frau an, die von oben bis unten behaart ist. Aber sie hat das sehr, sehr schön porträtiert, diese Lavinia Fontana. Und dieses Bild ist eine Besonderheit. Ich möchte auch, dass wir blenden dann auch ihre Skizze dazu ein. Und wir können davon ausgehen, dass sie mit dieser Skizze und mit diesem Porträt auch etwas Besonderes geschaffen hat. Denn die Einfühlung ist sehr, sehr besonders zu diesem Kind, zu diesem Mädchen. Und dann gibt es noch das Porträt einer Frau mit ihren ganzen Kindern, was auch sehr auffällig ist. Das ist auch ein sehr spezielles Porträt. Und Lavinia selber hatte, glaube ich, 6 Kinder oder 7 Kinder, wobei 2 sie nur bis zum Ende begleitet oder 2 sie nur überlebt haben. Die anderen sind natürlich alle recht früh gestorben. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr Mann war auch ein Maler. Und dieser Mann war eigentlich für sie gut, weil er die ganzen Textilien, die Stofflichkeit gemalt hat. Und wenn man ihre Textilien auf den Bildern sieht, hatte sie einen guten Gesellen an ihrer Seite, weil sie war die starke Frau, die mit den Porträts und mit den individuellen Zügen eines Porträts besonders gut klarkam und sehr auffällig war. Wir zeigen euch die hier in dem Beitrag auch diese Gesichter, diese Porträts. Und ihr werdet mir recht geben, sie sind von außerordentlicher Qualität. So, und jetzt machen wir unsere Zeitreise weiter. Wir sind jetzt 200 Jahre später, immer noch auf der gleichen Dachterrasse neben meinem Atelier und immer noch der gleiche Sommertag. Es ist immer noch herrlich warm und immer noch vor den herrlichen Rosen, die auf dieser Dachterrasse stehen, aber 200 Jahre später. Das heißt, wir lernen jetzt eine andere Person kennen, eine andere Frau, eine andere Malerin kennen. Und ich möchte ganz kurz vielleicht sagen, in dieser Zeit, in dem Aufbruch des impressionistischen Malens, gab es schon mehr Frauen, die sich ermutigten oder mutig waren, weil Mut ist der wichtigste Antreiber für eine Frau gewesen, den männlichen Malern Konkurrenz zu machen. Denn die waren ja alle so bei sich und in sich verschlossen, dass sie schon sehr viel mutiger sein mussten als irgendein Mann, der Malerei machte oder so. Wir kommen jetzt zu einem Maler, der Manet, bekannt, der das Frühstück im Grün, im Freien gemacht hat, mit der nackten Badenden im See. Dieser Manet ist nicht Monet. Also Monet ist der Gartenmaler, den ich sehr, sehr liebe und der eine unglaubliche Frische hat. Aber ich will jetzt nicht von Monet reden, ich möchte jetzt von Manet reden. Manet war deshalb jetzt für diese Lady, für diese Frau wichtig, weil sie zu ihm kam und Schülerin werden durfte. Sie durfte Schülerin bei ihm werden. Aus welchen Gründen noch immer. Aber das Wichtigste, glaube ich, war, dass natürlich eine Liaison oder eine Affäre da eine Rolle spielte. Sie hat ganz viel von ihm mitgenommen, ganz viel gelernt. Und das sieht man in ihren früheren Bildern und man sieht es auch in den späteren Bildern. Also das, was hier vor den Rosen steht, was auch so gut als Environment passt zu diesen Rosatönen. Sie stellte sich als sehr begabt heraus. Möchte nur eine kurze Geschichte erzählen. Dann für Manet war das ganz wichtig, dass er immer in seinem Salon, er bekam immer den Pariser Salon, das war ja die Stelle, wo die Impressionisten, die wirklichen Avantgardisten, später nicht mehr ausstellen durften, weil die furchtbar ihre Schmierereien malen. Und der Manet durfte aber noch und der stellte dort ein Porträt unter anderem von der Eva González aus. Und die ganzen Besucher, das waren ja alles meistens Männer aus der Gesellschaft und Kaufleute und wie auch immer, fanden natürlich,
dieses Gesicht dieser Frau, das Manet gemalt hatte, Manet ist noch der ursprüngliche Meister, der sie gemalt hat, fanden das Bild gut, aber sie hatten doch schon einiges daran auszusetzen und fragten, wer ist denn eigentlich diese hübsche Person, wer ist diese attraktive Frau, diese Lady da drauf? Und keiner bemerkte, dass sie auch da war und mit ihrem Bild in einem hinteren Bereich sich präsentierte. Keiner ist drauf gekommen. Nein, es ging erstmal um den Manet und sie hatte aber durchaus das Verständnis. Ja, ich meine, die Frauen mit ihrem enormen Verständnis und ihrer enormen Geduld Männern gegenüber sind ja auch zu bewundern. Und gerade in der Zeit brauchte eine Frau sicherlich noch eine viel größere Geduld, eine viel größere diplomatische Geschichte, um ihre Dinge durchzusetzen. Und das hatte sie wohl auf jeden Fall. Es gibt ganz fantastische Bilder von ihr, wie zum Beispiel dieses hier, so einer Selbstbildnis. Die Frau, die erwacht, ist eines meiner absoluten Lieblingsbilder, die an Reinheit und lichtvoll und Sinnlichkeit nicht aus dieser Zeit nicht zu übertrumpfen ist. Diese Wärme des Lichts, diese Sinnlichkeit, dieses erotische Licht, was im Gegensatz zu allen anderen Bildern, zu der Olympia von Manet, gar nicht zu vergleichen, überhaupt nicht zu vergleichen. Das ist für mich eine unglaubliche Differenziertheit und eine unglaubliche weibliche Einfühlung. Sie hat sich da selber wahrscheinlich gemalt und hat sozusagen ihre Einfühlung, was sie war, als den wesentlichen Träger genommen. Da sehe ich zum Beispiel einen Unterschied bei den anderen Bildern von Manet, der sicher ein großartiger Künstler ist, den möchte ich also überhaupt nicht kritisieren. Aber dieses Bild zeigt, wozu eine Malerin in der Lage sein konnte in der damaligen Zeit. Sie hat sehr, sehr schöne Skizzen, Ölskizzen gemacht. Sie hat alle Bilder vorher einmal entwickelt, einmal entworfen. Und auch das zeigen wir, Sighting. Also ihr seht das in dem, was jetzt auftaucht. Seht ihr zum Beispiel ihre Skizze von dem wunderschönen Gemälde. Sie gehört wirklich zu den ganz besonderen Frauen in dieser impressionistischen Phase. Und was ich noch wieder interessant fand, ist, dass sie von den anderen Impressionisten, die jetzt schon langsam Anerkennung hatte, wurde sie nie eingeladen, mit auszustellen. Also sie gehörte dann nicht in in den Impressionismus hinein. Dennoch ist das, was sie malt, absolut hohe Qualität einer Impression oder besser gesagt des Impressionismus in diesem Fall. Bitte merkt euch den Namen Eva González und achtet mal drauf, wenn ihr in den entsprechenden Museen seid, dass ihr vielleicht D'Orsay oder in anderen Museen in Berlin, ob ihr sie nicht dort wiederfindet, ob ihr da nicht eine Eva González findet, die dann euch mit in ihre Lichtwelt nimmt. Denn das ist das, was sie ganz toll dargestellt hat, die Lichtwelten, die sich um sie herum bewegten und aus der sozusagen der Kontrast ihrer Farbigkeit entstanden ist. Der Kontrast von Blautönen, Rosatönen, Gelbtönen, all das hat sie ganz wunderschön vereint. Lasst uns jetzt wieder weitermachen, indem wir eine neue Zeit anpeilen. Also, jetzt wollen wir ins 21. Jahrhundert. Was ist denn das für ein Brötchen hier? Wo? Hat Olga da ein Brötchen gemalt? Oh nee! Ja, Olga. Dann musst du mit Rot Aber nochmal du korrigieren. Ich glaube, nein, nein, muss ich nicht. Ich glaube, Olga hat Hunger. Yayoi Kusama. Wir entdecken Polkadots. das sind die Punkte. Yayoi Kusama ist eine japanische Künstlerin, die nicht nur malt, sondern eigentlich auch ganz besondere Räume gestaltet. Sie ist eigentlich eine Environment-Künstlerin, die Räume zu ganz neuen Universen umgestaltet, die sehr speziell, sehr farbig und sehr mystisch wirken. Ihre große Aktion war in New York, nachdem sie Japan verlassen hatte, weil in Japan das, was sie als Kunst verstand, nicht unbedingt für sie adäquat war. Sie hatte nämlich in Japan dann wieder die 2000-jährige Kunst zu gestalten, die man dort ihr beigebracht hatte. Also auf nach Amerika, auf nach New York.
Und dort begann sie sozusagen ihre Therapie, weil alles in ihrem Leben ist eine Art Therapie, begann sie ihre Therapie neu zu formatieren. Eine neue Formation entstand. Der Punkt. Auch der Punkt war der Anfang. Sie hatte ein ganz kleines Atelier in New York, in einem sehr schäbigen Straßenviertel. Und dort arbeitete sie Tag ein, Tag aus. Sie gestaltete Netze an den Wänden. Sie gestaltete ihre großen Bilder mit dauernd spinnennetzartigen Verknüpfungen. Und natürlich den Punkt. Und damit, wo sie wirklich ganz effektiv dann ins Rampenlicht kam, war die Inspiration durch die Hippie-Bewegung, als sie die sogenannten Body Paintings entdeckte und Menschen auf der Straße vor dem Central Park ansprach und sie mit Farbe bemalte. Sie durften sich natürlich auch ausziehen. Sie ritt auf einem schwarzen Pferd und dieses schwarze Pferd oder dunkle Pferd hatte lauter weiße Punkte oder helle Punkte drauf. Eine ganz tolle Aktion und sie war eine der ersten Friedensaktivistinnen in dieser Zeit, die sie aus der Hippie-Zeit mitgenommen hat und versucht hat, in ihre Kunst zu transportieren. Eine ganz wunderbare und ganz exotische Persönlichkeit landete sozusagen in Amerika und wurde von den Amerikanern, speziell von Andy Warhol, sofort adaptiert. Weil in diesen Mischungen des Pop-Arts fand sie sich wieder und konnte sich ausdrücken. Sie hat ganz tolle Environments geschaffen. Sie hat Raumgestaltungen gemacht. Sie hat Objekte gestaltet aus Kunststoff. Sie hat Objekte gestaltet mit Licht, mit Punkten. Und immer steht der Punkt schon in einem gewissen Zentrum. Sie hat auch gemalt. Und auch ihre malerischen oder künstlerischen Arbeiten sind auch ausgestellt worden. Und zurzeit läuft in Berlin eine große Ausstellung. Und ich denke, jeder, der ein bisschen inspiriert werden möchte, sollte mal eine solche Reise nach Berlin unternehmen. Entscheidend sind für mich gewesen, als ich sie entdeckte, diese unglaubliche Magie, die sie durch ganz bestimmte Dinge erreicht. Also eine Einfühlung von einem Punkt ausgehend über Farbe. Es gibt Bäume, die sie mit diesen Mustern gestaltet hat. Es gibt ganze Räume, die sie mit Mustern gestaltet hat. Und es gibt diese Universen. Das sind kleine Räume, die man betritt. Und dann betritt man sozusagen eine andere Welt. Ein bisschen wie eine Droge, die da abläuft. Und dieses Drogenhafte ist in all den Dingen, die sie macht, selbst in ihren sehr relativ einfach gestalteten Malereien, mit ihren einfachen figurativen Darstellungen oder Masken oder Monstern, sind sehr eindrücklich, sind sehr, sehr avantgardistisch. Ein bisschen sehe ich immer ein bisschen Matisse herleuchten in ihren farbigen Gestaltungen, aber ich sehe vor allen Dingen sie als individuelle und ganz außergewöhnliche Künstlerin, die ihren Stellenwert in der heutigen Kunst oder auch vielleicht ein bisschen für die Zukunft schon längst eingenommen hat. Sie ist wieder nach Japan zurückgegangen und in Japan ist sozusagen ihre psychische Instabilität ein bisschen besser geworden. Ich kann es mir so gut vorstellen, dass man in New York in der damaligen Zeit natürlich psychisch sehr gefordert wurde und sehr stark nach außen gerissen wurde. Und sie ist eine Person, die ganz in ihrer Welt lebt, komplett in ihrer Welt lebt. Und ob das nun ihre Installationen sind oder wie gesagt, es sind ihre Bilder, ihre Darstellungen, all das ist sozusagen etwas Zeitloses und dennoch bezogen auf die Zeit. Diese Kästen, in die man hineingeht, sind aus Spiegeln und Plexiglas und lauter kleinen Lampen. Und die werden so gestellt und so gestaltet, dass man immer denkt, man ist in einem neuen Raum. Eine Künstlerin mit ganz besonderem Format, deren Geschichte oder deren Biografie nicht unbedingt so einfach ist und vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, weil sie doch als Kind eine relativ gefühlslose Mutter um sich hatte und dann natürlich dass sie auch diese
Während des Zweiten Weltkriegs hat sie dann in einer Fabrik gearbeitet und hat Fallschirme für die Soldaten genäht. Dadurch hat sie aber das Nähen perfekt drauf und hatte dadurch die Möglichkeit, all das, was sie in ihren Environments macht, auch selbst zu nähen. Also sie hat eine unglaublich gute handwerkliche Geschicklichkeit und dazu kommt diese unmäßige Kreativität, die man nur bewundern kann. Eine tolle Frau und ich hoffe, dass jeder, der Lust hat, sie näher kennenzulernen, nach Berlin fährt, in die Ausstellung fährt und vielleicht sich von ihr inspirieren lässt. Ich bin von ihr sehr inspiriert und ich bin sehr froh, sie auf meiner Suche nach Künstlerin entdeckt zu haben. Denn das hatte ich ja erklärt. Ich habe versucht, in den Nischen der Vergangenen oder Vergessenen etwas herauszufinden, was eine ganz besondere Qualität hat. Und ich hoffe, wir haben das heute ein bisschen darstellen können, auch mit ein bisschen Zauberei und ein bisschen Kostümerei, haben wir das, glaube ich, versucht darzustellen auf meiner Dachterrasse, die mit diesen wunderschönen Rosen mir heute Abend noch sicherlich ganz viel Lust gibt, hier zu relaxen und selber auch wieder Kunst, selber wieder, nein, immer Kunst zu machen. Ich mache ja nicht wieder Kunst, Kunst zu machen und dann damit auch all das, was ich jetzt inspirationsmäßig mitgenommen habe, von diesen Frauen auch umzusetzen. Denn alle diese drei, die ich vorgestellt habe, gehen mir ganz nah, gehen mir wirklich ganz nah. Ich hoffe, ihr schenkt uns eure Likes. Ich hoffe, ihr schenkt mir eure Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ich weiß es nicht, wie oft wir sowas drehen. Es kann mal 2 Wochen oder 3 Wochen dauern. Aber wir hoffen, dass wir das nächste Mal euch wieder erreichen und ihr auch wieder inspiriert seid. Vielen Dank und Namaste.